Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Schnell, versteck dich! Wow! Wir üben für Halloween, Papa. Wie fandest du das? Ja, sehr gruselig. Aber bitte hebt euch das für Halloween auf, wenn die Leute sich erschrecken wollen. Na gut, komm, Morphel, spielen wir draußen. Oh, was war das? Monster! Oh nein! Verwandle dich in einen T-Rex, um uns zu beschützen, Morphel. Ich sehe das Monster nirgends. Aber ich glaube, wir haben das Auto beschädigt, Morphel. Bringen wir es in die Werkstatt, um es zu reparieren. Hallo, Mechaniker Joe. Wir haben das Auto aus Versehen beschädigt. Kannst du es reparieren? Na klar, Mila. Lass mich mein Werkzeug holen. Oh nein, meine Reifen! Ihm nach, Morphel! Ich hoffe, das Monster verfolgt mich nicht. Oh nein! Oh je, oh je! Geht es Ihnen gut, Herr Bürgermeister? Nein, mir geht es nicht gut. Ihr spielt mit Reifen, während ein Monster durch die Stadt läuft. Keine Sorge, es ist kein Monster, sondern ein winziges magisches Haustier. Wir werden es jetzt suchen. Winzig, sagst du? Es ist nur ein kleines Monster, also brauchen wir keine Angst zu haben. Lasst es uns fangen. Yeah! Da ist es. Schnappt es euch. Oh nein. Guck mal, Morphel. Sie erschrecken den Kleinen. Was macht ihr denn da? Wir hätten ihn fast gefangen. Ich glaube, ihr erschreckt ihn nur. Oh, das tut mir leid, Kleiner. Und du solltest wissen, dass es keinen Spaß macht, sich zu erschrecken. Es sei denn, es ist Halloween. Ah. Hier, bitteschön. Dich in ein Rennauto. Halt sofort an, Orphel. Was? Das ist nicht Orphel. Das ist Morphel. Ja. Sorry, Morphel. Ich kann euch nie auseinanderhalten. Wer ist noch mal wer? Morphel ist rot, Orphel ist grün. Das wusste ich. Naja, also der Grüne macht gerade überall in der Stadt Ärger. Oh je, wir werden Orphel finden, Beamter Freeze. Ha, super. Wenn ihr ihn habt, verjagt ihn aus meiner Stadt, okay? Ja. Ha 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 ha!
ist aber komisch. Was? Oh nein, es ist Orphel. Schau, Morphel, da ist Orphel. Oh nein. Los, ihm nach. Nein, lass mich nicht hier. Wir müssen ihn wieder runterholen. Verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Danke, Orphel. Aber Orphel ist wieder weg. Wir müssen ihn finden. Alles klar. Wir sind bereit, um mit dem Bau zu beginnen. Was? Nein, stopp! Bitte, hör auf damit! Da ist er! Oh nein, es kracht ein! Verwandle dich in einen Roboter, Morphe! Danke, Mila und Morphel. Aber Orphel ist weg. Schon wieder. Immer noch kein Orphel. Wo kann ich noch suchen? Ein Hubschrauber. Ich suche Orphel aus der Luft. Oh nein, Orphel ist der Hubschrauber. Oh nein! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Morphel kann dir helfen. Oh, Morphel? Toll! Schau, Morphel, es ist Orphel. Und er wird langsam müde. Ich habe eine Idee, wie wir ihn von der Stadt weglocken können. Sei vorsichtig, Morphel. Telefox hat die Zaubertiergrippe. Du musst also eine Weile Abstand halten. Wow! Wirst du nicht krank, Papa? Nur Zaubertiere können die Zaubertiergrippe kriegen. Telefox und ich bleiben drin, damit keine anderen Zaubertiere krank werden. Nicht spielen! Keine Sorge, wir haben auch drinnen Spaß. Nicht wahr, Telefox? Guck! Wie ist das wohl passiert? Ich glaube, Chroma hat auch Zaubertiergrippe. Komm ihr nicht zu nahe, Morphel. Hallo, Herr Maler. Hallo, Chroma. Ich glaube, du hast die Zaubertiergrippe, Chroma. Ach, das ist das also. Chroma fing an zu niesen, als eine große Blase vor ihr platzte. Du solltest drinnen bleiben, bis es dir besser geht. Damit du keine anderen Zaubertiere ansteckst. Wir können auch zu Hause Spaß haben. Denk mal an alles, was wir malen können. Mila, guck!
eine große Blase. Wo die wohl herkommt? Wow! Baumeister Lawrence, bring Amy besser nach Hause. Sie hat Zaubertiergrippe. Oh nein! Sicher hat eine dieser Luftblasen sie krank gemacht. Lass uns nach Hause gehen, dann wirst du gesund, Animi. Mehr Blasen! Lass uns rausfinden, wo die Blasen herkommen. Guck mal, Morphle, es ist Boba. Nach Hause gehen und drinnen bleiben. Ich glaube, Boba will nicht ins Haus. Lass uns hinterherfahren, Morphle. Morphlocky, Morphle nicht krank. Oh oh. Fühlst du dich gut genug, Boba zu folgen? Ja. Endlich haben wir dich. Du musst reingehen, Boba. Wenn du krank bist und draußen bleibst, machst du viele andere Zaubertiere krank. Wie auch Morphle. Und wir können auch zu Hause viel Spaß haben. Nicht wahr, Morphle? Ja! Wow! Siehst du, Boba? Drinnen spielen kann echt lustig sein. Hallo, Herr Eismann. Zwei Eis, bitte. Aber natürlich, Mila. Welche Sorte möchtest du? Na, was ist denn die beste Sorte? Was? Die beste Sorte? Die habe ich nicht. Weißt du, die beste Sorte wurde von meinem Großvater gemacht. Er ist um die ganze Welt gereist, um eine ganz besondere Zutat zu sammeln. Eine Blume, die so süß ist, dass sie das Eis so schmecken ließ wie nichts anderes. Wir könnten diese Blume besorgen. Wo können wir sie finden? Das ist der schwierige Teil. Jedes Jahr wächst sie an einem anderen Ort. Aber mein Großvater hatte diese Notiz hinterlassen. Die könnten euch bei eurer Suche helfen. Sieht aus, als hätten wir eine Reise vor uns, Morphle. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Diese Notizen weisen uns in Richtung Dschungel, Morphle. Lass uns dorthin gehen. Lass uns deine Nase benutzen, Morphle. Verwandle dich in einen Suchhund. Wuff, Mila! Toll! Gucken wir uns das mal an. Ach, das sind nur Beeren. Vorsichtiger sein, Morphle.
Sieht aus, als würden sie eine Art Zucker tragen. Lass uns weitersuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Blume im Dschungel ist, Morphle. Ich rieche es auch, Morphle. Sie riecht wunderbar. Lass uns schnell zum Eismann zurück. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, Eiscreme. Hier, bitte sehr, die beste Sorte. Wow, das ist sehr lecker. Wow, Eiscreme. Noch mehr? Oh, tut er mir leid, Morphle, aber das war das ganze Eis, das ich machen konnte. Ah. Aber du kannst den Löffel ablecken. Ja. Bist du bereit, Maximilian? Nein, Max, was machst du denn da? Hilfe! Ich brauch Hilfe! Lass uns weitersuchen. Morphle, verwandle dich in ein Flugzeug. Da drüben, Morphle. Ich glaube, es versucht, einen Schlafplatz zu finden. Thank you.
magische Haustier zu uns. Alles, was es will, ist ein Platz zum Schlafen. Ihr beide habt einen Anruf. Oh, von wem denn? Ich bin es. Der Eismann. Ich habe eine neue Eissorte gefunden. Aber ich bin auf der anderen Seite der Welt. Und es ist nicht mehr viel übrig. Oh nein. Keine Sorge, Herr Eismann. Wir kommen zu dir. Da ist Orphel. Wenn er es zuerst zum Eismann schafft, wird er das ganze Eis aufessen. Nein! War das noch ein Morphel? Nein, mein Auto. Wie werde ich ohne mein Polizeiauto Kriminelle fangen? Wir müssen Polizist Freeze helfen, sein Auto zurückzubekommen, Morphel. Ha, vielen Dank, Mila und Morphel. Orphel weiß nicht, was am schnellsten im Wasser fährt, aber ich weiß es. Verwandle dich in ein Schnellboot. Tschüss! Jetzt im Dschungel. Verwandle dich in einen Affen. Ein Rennauto kann im Dschungel nicht schnell fahren, Orphel. Orphel? Oh nein, es ist Orphel. Orphel! Klingt, als hätte Orphel es vor uns geschafft. Du hast alle meine Eise gegessen. Oh nein! Wir sind zu spät dran, Morphel.
Keine Sorge, ich habe nur so getan, als hätte er all das Eis gegessen, damit er weggeht. Es gibt noch mehr als genug für dich und dich, Herrn Affen und sogar für mich. Danke, Herr Eismann. Morphle malt T-Rex. Oh, der sieht toll aus, Morphle. Aber ihm fehlt ein Schwanz. Hat T-Rex Schwanz? Und ich weiß nicht mehr, wie ein Pterodactylus aussieht. Lass uns eine Zeitreise machen, um etwas über die Dinos zu lernen. Ja! Oder Zeit. Kannst du uns in die Zeit der Dinosaurier bringen? Willst du sie mal sehen?